Ich liebe meine Mutter, sie ist ein cooler Typ. Sie isst gern ein Stück Butter und macht dabei Musik. Beim Weihnachtsplätzchen backen, da schimpft sie vor sich hin und kriegt doch jedes Jahr gebacken, dass es 40 Sorten sind. Beim Weihnachtsplätzchen backen, da schimpft sie vor sich hin und kriegt doch jedes Jahr gebacken, dass es 40 Sorten sind. Die Leute, die sie kennen, die wissen ganz genau, nicht an der Körpergröße bemisst sich diese Frau. Es drehen sich alle Köpfe, wenn sie den Raum betritt. Und egal bei welchem Thema, sie mischt gleich kräftig mit. Es drehen sich alle Köpfe, wenn sie den Raum betritt. Und egal bei welchem Thema, sie mischt gleich kräftig mit. Ich liebe meine Mama, wie sie improvisiert. Statt mit Nagel und Hammer Dinge mit Stecknadeln fixiert. Und wie sie schwelgt in Farben und wie sie damit malt. Ich liebe ihre Gaben und wie sie dabei strahlt. Ja, wie sie schwelgt in Farben und wie sie damit malt. Ich liebe ihre Gaben und wie sie dabei strahlt. Manchmal Stürme in ihrem Leben auf, dann schließt sie alle Läden und geht nicht aus dem Haus. Doch nur zum Kräftesammeln bleibt sie die Zeit allein, um nachher wieder neu gestärkt und voll dabei zu sein. Ja, nur zum Kräftesammeln bleibt sie die Zeit allein, um nachher wieder neu gestärkt und voll dabei zu sein. Ich lieb dich, meine Mama, was wär ich ohne dich? Wie hast du all die Jahre gelebt, gekämpft für mich? Wie bringst du mich zum Lachen, wie hast du mich geprägt? Wie hätt ich all die Sachen ohne dich hier überlebt? Wie bringst du mich zum Lachen? Wie hast du mich geprägt? Wie hätt ich all die Sachen ohne dich hier überlebt? Hast mir so viel gegeben, hast mir so viel geschenkt. Ich dank dir für mein Leben und dass du